Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Power Wash Simulator zusammen mit Maudado. Das bin ich. Hallo. Das bedeutet, am heutigen Tag wird ordentlich geputzt. Wir haben eben gerade schon diesen wunderbaren Garten richtig sauber gemacht und können jetzt ins nächste Level. Nein, nicht den Spielplatz, sondern ein Bungalow. Maudado? Hallöchen! Hallo! Ja, schau mich an, was ich habe. Ich habe die grüne Nosse, die gelbe Nosse, die rote und die weiße. Oh, Paluten. Ich liebe es zu putzen. Ich liebe auch putzen. Bei mir ist immer alles sauber. Ist bei dir immer alles sauber? Nein, leider nicht. Mein Vater ist immer jemand, der sehr, sehr sauber ist. Also bei dem in der Wohnung, da kannst du vom Boden essen. Ja, meine Mutter ist auch sehr, sehr, sehr penibel, was die Sauberkeit angeht. Und dein Vater? Ja, auch. Also mein Vater auch sauber, aber die Ordnung. Obwohl, mittlerweile, mittlerweile ist er ordentlich. Okay. Und bei mir, ja, bei mir ist immer so ein Coinflip. Okay. Weil ich mag es eigentlich schon sauber und ordentlich, aber es ist halt anstrengend. Heißt gerade, ist meine Wohnung ultra ordentlich, würde ich sagen. Ja. Ich hab vorgestern sogar durchgewischt. Oh, wow. Heißt gerade, ist nice, aber es kann dann schon so, weißt du, so eine Woche, wenn es gerade so ein kleines Down gibt, dann wird halt nichts gemacht. Hast du einen Staubsaugerroboter? Ja, aber den benutze ich derzeit nicht, weil ich kann. Das ist so ein chinesischer und die App funktioniert nicht mehr. Und ich kann ihn nicht mehr mit meinem Handy verbinden und irgendwie macht er deswegen nichts mehr. Da hast du mal. Ist er von Xiaomi? Ja, genau. Roborock 2. Oh, das hört mein Kollege nicht gerne, weil der war so überzeugt von seinem Xiaomi Staubsaugerroboter, dass er sich Xiaomi Aktien gekauft hat. Und seitdem jedem versucht, so einen Xiaomi-Staubsaugerroboter anzudrehen, weil er natürlich an das Produkt glaubt. Ich möchte kurz sagen, ich bin nicht dieser Kollege. Also, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich besitze keinerlei Aktien von Xiaomi. Ja, doch, weiß ich nicht. Wenn die in irgendeinem. Wenn die in einem ETF oder so, das weiß ich ja nicht. Wenn die in so einem ETF drin sind, dann könnte ich auch Xiaomi-Aktien besitzen. Ja. Immer merkwürdig, wenn Leute plötzlich ankommen und dir irgendwelche Aktien oder sonst was verkaufen wollen. Und damit auch einfach nicht aufhören. Wir haben ja einen bekannten Fall in der im näheren Bekanntenkreis, der Maudado letztens in ein gewisses Asset reingedrängt hat. Ich wurde einfach nicht in Frieden gelassen. Ja, Maudado verkauft jetzt so Sachen für L&R. Ich weiß nicht mal, was das heißt. L&R ist, glaube ich, das bekomme ich manchmal auf TikTok. Das ist so ein richtige, weil also ich sag lieber nicht zu viel, weil sonst werde ich von denen verklagt. Aber das ist, glaube ich, auch so Multilevel-Marketing-Kram, wo du so eine komische Lizenz kaufst und das ist so ganz, ganz, also ganz eklig, würde ich das nennen. Ich habe aber auch Angst, jetzt verklagt zu werden, deswegen möchte ich nicht zu negativ sein. Deswegen will ich nicht zu negativ sein. Nee, ich weiß ja nicht, nachher sage ich irgendwas, was weißt du, was relevant ist, wo die mich plötzlich verklagen. Und Paletto kriegt, dann muss ich hier Herrn Solmecke plötzlich anrufen. Weil viele wahrscheinlich wieder fragen werden, wo ist Zombie? Zombie ist immer noch im Elden Ring Game. Und ich muss ein wenig vorproduzieren, denn ich bin ein paar Tage lang nicht zu Hause. Manuel ist immer noch im Void verschwunden. Der muss euch selber mal erzählen, was mit ihm passiert ist. Ich habe immer noch eine Folge Wobbly Life mit ihm, die 3 Jahre alt ist. Aber freut euch drauf, ist eine sehr geile Folge. Manuel hat unfassbar viel Geld rausgehauen, um sich ebenfalls ein Asset zu kaufen. Ah, in Wobbly Eye? Ja, er hat sich ein Asset gekauft. Er hat sich ein richtig krasses Haus gegönnt. Ich kann, Spoiler Alert, es war nicht die beste Investition. Aber guckt euch einfach die Folge an, also, ist super. Ich verstehe das gerade richtig, du magst putzen in Real Life auch nicht. Nee. Ich mag es, wenn es sauber ist. Und ich hab manchmal auch, also ich bin unfassbar gut im Aufräumen. Ich bin richtig guter Aufräumer, glaube ich. Also ich glaube, ich kann auch so eine gute Ordnung schaffen, aber die Motivation, das dann zu tun, die ist gering. Alter, jetzt muss man das Fenster. Boom! Oh, guck mal, wir haben aber schon 27% gereinigt, Maudado. Wow. Wir sind gut. Vor allem, was ist hier passiert, dass es so dreckig ist? Das frage ich mich auch. Naja, also ich habe ja jetzt ein Haus gekauft. So.
Und das war eben auch so, dass drinnen alles so verschimmelt ist und so weiter. Das ist, vielleicht ist die Person weggelaufen. Die hatten keinen Bock mehr, dass sie vielleicht die Mietnummer hatten. Und dann zahlen die einfach nicht Miete. So wie Maudado. Oder ich zahle Miete. Ich bei meinem Vermieter. Das habe ich bis dato noch nicht öffentlich mal erzählt. Werde ich vielleicht mal irgendwann ein richtiges Video drüber machen. Ich bin ja gerade im Rechtsstreit mit meinem Vermieter. Mein Vermieter hat mich verklagt, weil ich die Zahlung minimiert habe, weil er mich verarschen wollte. Hat er dich abgezogen? Ja, so ein bisschen. Also es ging auch um, es war etwas dreckig, was eigentlich, also... Was er eigentlich hätte sauber sein sollen. Ja, ja. Und er macht richtig snitchige Tricks. Gegen Filter oder was? Nee, kein Filter, sondern es geht um eine Fläche, die mit Code verunreinigt wurde. Nicht meinem. Das klingt also, alles sehr sass. Ja, es ist. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Nicht, dass der Vermieter plötzlich kommt, Alter, und sagt, was hast du da gesagt? Du merkst schon, ich habe viel Rechtsstreit. Oh, meine Nase. Viel große Probleme. Viel große, ja. Ja, ansonsten, Haus läuft auch alles super. Nee, obwohl, da gibt es auch Probleme. Oh, was liegt dir auf der Seele, Balu? Wir können uns ja ausweihen. Nee, der Boden gefällt dir nicht? Nein, der Boden, weil es muss ja beim Haus... Musst du ja so der muss fest genug sein, der Boden. Ja, ja, genau. Und der ist nicht fest genug. Und als ob der Boden sich das erlaubt. Ja, richtig abgehoben. Der Miese. Auf jeden Fall, ja, stellt mich das wirklich vor Probleme. Und ich muss jetzt entweder, ich muss die Nachbarn kontaktieren, die müssen mir helfen. Und all sowas. Die Nachbarn müssen dir helfen, deinen Boden zu vernichten. Ich bin auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen, weil da so ein spezielles Verfahren angewendet werden muss bei dem Ding. Also dazu brauche ich ein bisschen Platz. Ja, auf jeden Fall habe ich da mit dem Nachbarn jetzt letztens einmal kurz gequatscht. Da meine ich so, Nachbar, ich brauche deine Hilfe. Und er war aber sehr nett. Also der eine Nachbar ist sehr korrekt. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob der mir helfen tun wird. Ja, guck mal, die Wand, die ist schon fast sauber. Ja, 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 ich helf dir hier. Ich mach das mit dem Dingenstrahl und da komme ich ganz gut hier. Wow! Oh. Ach, guck mal, wir sollten mehr im Tech-Team arbeiten. Warte, du machst die untere Stufe, ich mach oben. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, du machst das sehr, sehr sorgsam. Hey, ich hoffe, es kommt dann irgendwann, wenn dein Haus steht, ja, kommen dann solche Putzvideos in Real Life. Ja, das funktioniert bestimmt auch alles genauso wie hier in diesem Spiel. Du brauchst halt so ein... Ja, kennst du so einen Kärcher? Was ist ein Kärcher? Das ist so ein, auch so ein Bodenreiniger. Und da gibt es manchmal so Videos von so Leuten, die haben so ganz alte Steine. Und dann nehmen sie diesen Kärcher aus, das ist praktisch so ein Sprüher, wie wir ihn haben. Mhm. Und dann sind die wieder wie neu. Das ist voll geil. Okay, also würdest du sagen, du bist schon irgendwie in diesem Reinigungsgame drin auf YouTube? Ja, also ich sehe mich da schon in der Reinigungs-YouTuber-Szene. Oh ja, oh, das sind die letzten Dinger von der Veranda. Hier wird es gleich richtig klingeln, Maudado. Warte ab. Ja. Zack, Alter. Bumm. Und hochgeschnellt auf 49. Willst du irgendwann ein Haus haben oder bist du mehr der Wohnungstyp? Nö, nur kein Haus. Echt? Nö. Interessant. Ach, eigentlich wollte ich ja mehr in meinem Leben reisen, dann ist Corona passiert, hieß das. Und ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, mein Leben lang dann irgendwie so eine Location zu haben, wo dann mein Haus ist, wo ich dann bin. So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Du willst, okay, mehr reisen. Nach Japan? Boah, alles. Alles? Alles. Ja, ich fahre ja dieses Jahr. Ich fliege dieses Jahr tatsächlich nach Japan, wenn es klappt. Oh, okay. Spätsommer. Mal schauen. Mit Cracko. Wintercracker, okay. Und das wird sehr cool, denke ich mal. Ja, das glaube ich auch. Nur mit ihm? Nee, noch mit zwei anderen. Ah. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, mit Strawberry Cake und Nebelnik noch. Ah, cool. Okay, das wird ja eine lustige Truppe. Also wenn Corona es zu der Zeit zulässt. Doch, das wird. Das wäre sicher. Ja, was soll passieren? Also wir haben ja aktuell kaum Probleme. Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich niemand. Ich habe eigentlich wenig Länder noch auf meiner Bucketlist, weil ich jetzt auch nicht so der Reisetyp bin. Aber Japan bzw. Tokio, da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Wie weit bist du da drüben? Oh, guck mal, sehr gut, Mauda. Ah, ja, du hast da auch so einen grünen Schleim. Ja, ja, ja. Wir schaffen das noch. Das sind nur noch 35%. Ich hasse Putzen. Junge, ich spiele ein Spiel, wo man putzt. Junge, wenn ihr sehen würdet, wie mein Schreibtisch aussieht, ihr würdet einfach weinen. Oh, mach mal ein Bild und schick.
Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, Moderator. Ich schicke ein Bild zurück. Nein, das ist mir zu unangenehm. Da hört's auf. Da ist die Grenze. Das ist zu unangenehm. Ja, okay, Leute, dann kriegt ihr ein Bild von meinen. Aber das ist ja auch. Ja, nee, das ist ja aufgeräumt. Das ist okay. Ja, also das ist jetzt nicht unordentlich. Ja, es steht nur viel auf dem Schreibtisch. Viele Monitore. Ist das eine dein Malding? Das linke? Ja. Ja, das ist mein Grafiktablet. Das kann man rüberdrehen. Aber das liebe ich. Ja, wenn man malen können, ist schon cool. Man muss einfach üben. Ja, aber haben nicht Leute auch so, manche sind halt besser. Manche haben halt auch ein gewisses Talent dafür. Es ist halt wirklich lernen und üben. Also die Sache ist, Leute, die halt wirklich krass darin sind, die zeichnen halt seit 15 Jahren täglich. Also einfach zu sagen, das ist nur Talent, ist auch ein bisschen... Nein. Ich sag nur, dass, sagen wir mal, man hat ja früher schon im Kunstunterricht so ein bisschen gemerkt, ob man dafür ein Händchen hat. Weil ich meine, du kannst ja auch so viel trainieren, wie du willst. Ich werd wahrscheinlich trotzdem in meinem Leben niemals so gut Fußball spielen wie Cristiano Ronaldo. Die Sache ist halt, Fußball geht halt auch ein bisschen um deinen Körper, aber das sind, wie viel Prozent ist denn das? Wie viel Prozent ist denn das? Du kannst ja alles erreichen, bis dann halt zu den absoluten letzten 0,5% ist ja alles möglich. Da geht es ja dann wirklich nur um das letzte Prozent. Ja, bei diesen Hochleistungssportlern. Nee, du hast ja auch Ballgefühl und so weiter. Und also man merkt ja manchmal bei Leuten, ob die schon in ihrer Kindheit Sport gemacht haben. Aber genauso ist es ja dann beim Zeichnen. Wenn Leute früh anfangen, haben die natürlich mehr Zeit. Aber klar, der Körper im Gegensatz zu dem Gehirn beginnt ja auch irgendwann leider nicht mehr so gut zu sein. Das stimmt. Aber da kann man auch trainieren und sich fit halten, meine ich. Denke ich mal. Aber keine Ahnung, von Sport habe ich keine Ahnung. Das glaube ich gern. Wann sehen wir deinen ersten Boxkampf? Gar nicht. Ich boxe mich nicht. Warum nicht? Ich stalk niemanden. Dann würde ich gerne einen Boxkampf gegen dich machen. Das wird easy. Ich schlag halt nicht zu. Egal. Ich gerede dich drauf. Nein, würde ich natürlich niemals machen. Hat ja schon. Das stimmt nicht. Als wir uns das eine Mal getroffen haben, wurden lediglich Komplimente ausgetauscht, aber keine Faustschläge. Das stimmt. Oh, Alter, wir haben ja schon 87%. Ja, wie die Zeit verfliegt, wenn man quatscht. Wenn man vor allen Dingen so viel Spaß hat. Ansonsten alles gut bei dir? Wie steht dein Verhältnis gerade zu deinem Social-Media-Konsum? Ist das gesund? Ja. Okay, ja, also keine TikTok-Suchtphase oder sowas? Ja, also nee, TikTok-Sucht würde ich es nicht nennen. Ich mache halt gerne, wenn ich Zähne putze oder so, dann chill ich mich immer da so hin und dann gucke ich ein paar TikTok. Das mache ich schon, ja. Oder wenn ich auf Toilette bin, aber... Das sind tatsächlich. Ja, die Zeit muss man ja auch nutzen. Ja, es ist ja ansonsten auch Zeitverschwendung. Was mache ich da sonst? Ich bin wirklich so einer, der dann auch natürlich ein bisschen Zeit auf Toilette verbringt, weil es sind mal so ein paar ruhige Minuten, die ich nur für mich habe. Sonst stressen mich immer meine ganzen Kinder und meine ganzen Frauen. Mann, und dieses Bungalowdach, das geht einfach nicht runter am Auto. Ja, ich mache jetzt schon andere Sachen hier. Ich mache die Wände außen an. 91, Maudado, wir haben es gleich, Ja, die letzten Prozent sind die schwersten. Ja, und dein Social-Media-Konsum, ist der gesund? Boah, nee. Bist du da so ein kleiner, gönnst du dir richtig rein? Also, ich muss sagen, Twitter ist mein Konsum sehr gesund. Da konsumiere ich sehr viel, aber ich folge ja nur Künstlern und dann scroll ich durch die Timeline und alles ist einfach schön. Ja, ich bin mittlerweile von Twitter, bin ich echt so ein bisschen geheilt. Also Twitter war früher mein absolutes Go-To, aber mittlerweile... Was denn passiert? Ach, die Leute werden einerseits den Leuten, denen ich gefolgt bin, die werden inaktiver. Es wird alles so super anstrengend. Alles, was man schreibt, da wird alles direkt auf die Waagschale geworfen und ist einfach anstrengend geworden. Es war, weil Twitter hatte mal so eine richtig positive Attitude. Also meinst du auch, die Menschen an dich wurden dann anstrengender? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Super viele Trolle mittlerweile unterwegs und so. Ja, das habe ich auf Twitter kaum. Ein paar hatte ich in letzter Zeit, die nicht so nice waren, aber keine Ahnung, die habe ich dann gemeldet und die wurden gelöscht. Und ansonsten TikTok, ultra ungesund. Ich deinstalliere die App derzeit immer wieder. 98. Ja, das Geile auf Twitter finde ich ist, es gibt einfach auf Twitter finde ich geil den Stummschalten-Button. Wenn du Leute blockst, dann gibt ihnen das auch so ein bisschen Satisfaction.
Wenn du allerdings nur stumm schaltest, arbeiten die Leute sich an dir ab, aber sie merken es nicht, weil sie halt einfach stumm geschaltet sind. Also du bekommst halt nichts davon mit, weil sie einfach stumm geschaltet sind. Ja, ich hatte eine schwere Sache, wo dann Leute immer, Leuten, mit denen ich interagiere, auch was geschrieben hat. Und das war halt, das war richtig scheiße. Und dann haben die irgendwie, ja, keine Ahnung, letzte Zeit dann ein paar sehr diskriminierende Sachen abbekommen, ziemlich transphobe Sachen. Okay. Und dann wurde es irgendwie an mehrere geschrieben und die wurden zum Glück gebannt. Wir haben jetzt noch 1%, Maudado. Ja. 1%. Ich glaube, das ist oben das Dach. Oder hast du das fertig gemacht? Ist das fertig? Ja, ja, das hast du fertig gemacht. Wie? Ich war nicht mehr oben seit Ewigkeiten. Stufen. Stufen sind bei 97 und Pfosten. Ah ja, ja, ja. Hier ist auch irgendwie noch am Rand. Oh ja, sehr gut. Hier. Oh, das auch. Ja, Regenrinnen. Regenrinnen? Ja. Ja, ja, hier, hier sind. Ah, hier, ja, der Dreck. Der Scheißdreck von den Scheißregenrinnen. Oh ja, nur noch Pfosten. Pfosten. Freaking Pfosten. Aber wo ist der Pfosten? Ah ja, hier, hier, hier sehe ich einen. Hast du was? Ja, ja, hier. Ja, Job. Der Bungalow sieht fantastisch aus, Dorf. Danke, du wirst nicht glauben, was du bewirkt hast. Mutti ist unten im Wald und pflückt Blumen und Fanny murmelt aufgeregt von seinem Job, den er für dich hat. Dankeschön, wunderbar. Oh, guck mal, da sieht man nochmal, oh, wie wir das sauber gemacht haben. So ein Zeitraffer. Siehst du den auch? Nee, nee, ich habe wieder den Ladescreen. Ja, Leute, falls ihr wollt, dass Paletto und Maudado nochmal was sauber machen, dann dürft ihr sehr gerne ein Like da lassen. Schaut auch unbedingt bei Maudado vorbei. Leute, das war's. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.